Ja, hallo, liebe Vogelfreunde, herzlich willkommen wieder auf meinem Videokanal Norberts Harzer Edelrollerzucht. Wie im letzten Video schon angekündigt, heute ist es soweit, ich werde die Vögel hier einsetzen. Dazu muss ich jetzt noch Schublade, ein paar Wasserbehälter und Futter reinstellen. Das mache ich alles jetzt schon vorher, so dass die Vögel hinterher dann keine weitere Aufregung mehr haben, dass ich sie nur noch reinsetze und sie sind dann mit Futter und Wasser versorgt. Ja, gucken wir noch einmal herum und dann mache ich die letzten Teile rein und dann hole ich die Vögel. Jetzt gucken wir noch mal einmal rüber, wie das alles aussieht. Ich habe hier das Buchenholzgranulat reingestreut, ganz frisches, sauberes. Und da hinten die Schublade, das mache ich gleich noch. Dann die Flugbox da drunter. Da habe ich schon einen Behälter reingehängt. In diesem Behälter, da ist nur Rülpsen drin, weil die Jungen, die fressen dann am Anfang Rülpsen und haben hier immer einen gewissen Vorrat. Da, falls das andere Mal zu knapp wird, ist da immer noch genug drin. Ja, und auf der anderen Seite, da habe ich ja hier auch noch zwei Flugboxen stehen. Die habe ich aber jetzt noch nicht so weit vorbereitet. Da ist also noch nichts drin in den Schubladen. Das ist alles noch leer, unten auch. Die sind dann für die zweite Brut gedacht, dass das dann aber soweit schon alles gereinigt ist. Die Schubladen hatte ich ja alle ausgewaschen und ja, das wird jetzt nicht weiter scharf. Das funktioniert immer nicht so durch den Draht. Jo, dann gucken wir. Ich habe hier schon die Wasserbehälter mitgebracht. Die sind gefüllt. Der kommt hier oben rein. Der andere Wasserbehälter ist für unten gedacht. Da sind spezielle Haken, wo das eingehängt wird. Dann habe ich hier auch noch so diese kleinen Näpfe. Da soll, ja, wo ist es? Muss ich mal eben suchen. So, ich habe es gefunden. Das ist also das Mineraliengemisch. Das gebe ich da auch immer rein. Ob die Jungen da schon dran gehen, weiß ich nicht. Muss ich halt mal ausprobieren. Dann haben die das aber auch schon mal hier drin. Schaden kann das nicht. Dann habe ich hier noch vier Stangen. Hoppla. Die werden hier eben eingehängt. Das ist ja auch keine große Sache. Waren auch alle im Wasserbad. Alles abgespült. Gut, dann sind die auch drin. Ich habe dann noch die letzte Schublade. Dazu nehme ich dann hier mein Buchenholzgranulat. Die anderen Schubladen sind ja alle fertig. Aber hier die letzte, die es immer so ist, die war dann doch noch nicht fertig. So. Drei solche Behälter habe ich da reingetan. Das ist also dann ein bisschen mit dem Schütteln und dann verteilt sich das. Und habe dann hier eine Schiene, die kommt hier oben drauf, damit dann zwischen diesen Schubladen kein Schmutz reinfällt. Hier fehlt noch etwas und zwar ein Behälter mit dem, wie gesagt, mit dem Rülpsen. Hier habe ich dann eine Kunststoffschale, die stelle ich hier rein und hier habe ich einen freien offenen Wasserbehälter. Da ist oben schon ein paar Körner drauf. Wasser ist ja wie gesagt durchsichtig und damit die Vögel das sehen, kommt da oben ein bisschen Körnerfutter drauf. Der schwimmt jetzt oben drauf, muss ja hier unten auch noch rein. So dass die Vögel das erkennen können.
und nachher nicht noch das Wasser suchen müssen. Ja, dann geht das gleich weiter. Auch die Flugbox unten wird ebenfalls mit dem Mineralgemisch versorgt. Ja, dann habe ich hier noch diese Futterschalen. Und die Vögel, die sollen ja nicht groß suchen. Ich stelle die Kamera mal etwas um. Hier habe ich dann wieder mein fertiges Eifutter, so wie ich das im letzten Video gezeigt habe, mit der Rusk vermischt. Da bekommen die schön 3, 4, 5 Löffel da rein und auf der anderen Seite die Haferflocken. Und das, wenn sie gar nicht suchen müssen, das stelle ich dann da in die Foodbox. Jeweils unten und oben wird das gleich gemacht. Ja, da brauchen die nicht suchen, das müssen sie an für sich so sofort finden. So, meinen zweiten Futterspender hatte ich auch gefunden mit dem Rüpsen. Dann kann ich den hier auch anhängen. Soweit ist jetzt alles vorbereitet. Ich gehe jetzt und hole die Vögel und bringe die gleiche hin und dann setzen wir die Vögel da ein. Und dann können wir sie schön beobachten. Am Anfang sind sie ja dann etwas total irritiert und wissen gar nicht, wo sie noch hinfliegen, wie sie hier sich verhalten sollen, wie sie hier fliegen sollen. Aber gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, was wir ja auch noch machen müssen, die Vögel sind ja teilweise auch schon so weit, dass sie Körnerfutter aufnehmen. Und dafür muss ich ja auch schon diese Sachen hier reinhängen, weil ich habe ja gesagt, wenn die Vögel da drin sind, dann will ich sie ja nicht mehr beunruhigen. Das muss alles dran sein. Das sind also hier diese Futterschalen, die haben auch gleichzeitig vorne eine Sitzmöglichkeit. Und da die Vögel ja da, so wenn sie sich darin bewegen, werden sie auch diese Näpfe hier anfliegen und auch sofort das Futter sehen. Nur in dem Aufzugsfutter, was sie noch eine Weile bekommen, das habe ich unten hingestellt. Das ist dann soweit auch klar. Ich mache das untere noch fertig. Das zeige ich euch jetzt nicht. So, ich habe die Vögel geholt, ich habe sie in eine Transportkiste getan, sonst kann ich sie ja nicht alle so transportieren. Sind zwar nur wenige Meter. Dann fange ich an, sie hier rauszunehmen. Ich versuche immer mal gleich zwei zu nehmen. Die bleiben alle ganz still sitzen und sind jetzt sowas von verwundert, was das alles denn wohl soll. Kannst auch rauf auf die Stange gehen. So. Das ist eine Eingewöhnungszeit. Das dauert immer ein bisschen. So mit dem herumfliegen. Geht das so schnell? Das haben sie schnell raus. Jetzt müssen wir das schon mal zumachen. Sind alle gesund. Ich habe alle nachgeguckt. Ich habe alle Ringnummern aufgeschrieben. Und habe auch mal versucht,
mir das aufzuschreiben, was Hähnchen und Weibchen sind, ist aber noch sehr schwierig. Da hat man erst nach der Mauser im September die Sicherheit vom Aussehen, von der Gefiederfarbe. Da ist einer verschwunden. Weg kann der nicht. Das ist ja alles zu. Ja, das sieht schon anders aus. So, das ist der letzte für oben. Ich habe unten weniger. Ha! Da haben wir noch einen Flüchtling. Also da könnte es genauso gut gewesen sein. Das kann man also jetzt noch gar nicht entscheiden. Das muss man noch abwarten. So, den einen, der hier irgendwo rumfliegt, den muss ich mir mal jetzt noch holen. Die sind hier drin. Das ist gelaufen. Für die Vögel ist das ja jetzt erst einmal neu. Die Stangen sind weiter auseinander. Jetzt müssen sie wirklich fliegen. Vorher ging das noch immer so, weil die Stangen genau gegenüber waren. Da war es ja nur ein Sprung. Aber jetzt ist das schon alles ein bisschen weiter. Aber das können die. Später klappt das auch besser. Da finden Sie die Stelle besser, wo noch Platz ist. Ja. Ja, das war's dann. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Euer Norbert mit seiner Harzer Eselrollerzucht.